Herkese merhaba. Dialoge auf Deutsch-Almanca Diyaloglar bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde iki arkadaşın arasında iş değişikliği hakkında geçen bir diyalog örneği göreceğiz. Chris, bist du zufrieden mit deinem Job? Ja, ich bin zufrieden, Dennis. Bist du mit deiner Arbeit zufrieden? Ja, ich bin generell zufrieden, doch ich habe einen anderen Job angeboten bekommen. Tekrar edelim. Chris, bist du zufrieden mit deinem Job? Ja, ich bin zufrieden, Dennis. Bist du mit deiner Arbeit zufrieden? Ja, ich bin generell zufrieden, doch ich habe einen anderen Job angeboten bekommen. Gehen Sie ein bisschen weiter geradeaus hoch, da ist ein Schwenkel. Wir haben keine Option. Das ist eine sehr gute Nachricht. Ja, es ist schön, Optionen zu haben, doch... Du kannst dich nicht entscheiden? Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Tekrar edelim. Das ist eine sehr gute Nachricht. Ja, es ist schön, Optionen zu haben, doch... Du kannst dich nicht entscheiden? Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Wieso kannst du dich nicht entscheiden? Die Firma, von der ich das Angebot bekommen habe, ist in einer anderen Stadt. Tekrar edelim. Nur Bar, alles klar. Im nächsten Jahr habe ich es dabei. Ja. Auf den anderen Märkten, wo ich war, gab es kein WLAN. Wieso kannst du dich nicht entscheiden? Die Firma, von der ich das Angebot bekommen habe, ist in einer anderen Stadt. Dann musst du umziehen. Ja, ich muss umziehen. Wie ist das Gehalt im neuen Job? Das Gehalt ist sehr gut und das lässt mich nachdenken. Tekrar edelim. Dann musst du umziehen. Ja, ich muss umziehen. Wie ist das Gehalt im neuen Job? Das Gehalt ist sehr gut und das lässt mich nachdenken. Tatsächlich würde ich einen besseren Lohn bevorzugen. Ich weiß nicht, ob ich die Stadt, in der ich lebe, aufgeben und meine Freunde verlassen kann. Befindet sich das Unternehmen, von dem du das Angebot bekommen hast, in einer sehr fernen Stadt? Tekrar edelim. Tatsächlich würde ich einen besseren Lohn bevorzugen. Ich weiß nicht, ob ich die Stadt, in der ich lebe, aufgeben und meine Freunde verlassen kann. Befindet sich das Unternehmen, von dem du das Angebot bekommen hast, in einer sehr fernen Stadt? Nein, es ist nicht so weit weg. 50 Kilometer von hier mit dem Auto. Gibt es eine Zugverbindung? Es gibt sie und es fährt stündlich ein Zug. Tekrar edelim. Nein.
Nein, es ist nicht so weit weg. 50 Kilometer von hier mit dem Auto. Gibt es eine Zugverbindung? Es gibt sie und es fährt stündlich ein Zug. Das ist ja klasse. Du kannst hierher kommen, wann immer du willst. Wir können dich auch oft besuchen kommen. Werdet ihr kommen, oder? Natürlich werden wir kommen. Mach dir keine Gedanken. Und deine Mutter und dein Vater? Tekrar edelim. Absolut, dadurch auch. Das ist ja klasse. Du kannst hierher kommen, wann immer du willst. Wir können dich auch oft besuchen kommen. Werdet ihr kommen, oder? Natürlich werden wir kommen. Mach dir keine Gedanken. Und deine Mutter und dein Vater? Natürlich kommen sie mit mir mit. Das freut mich. Du wirst dort nicht alleine sein. Ja, das freut mich auch. Tekrar edelim. Natürlich kommen sie mit mir mit. Das freut mich. Du wirst dort nicht alleine sein. Ja, das freut mich auch. Wann wirst du dann umziehen? Ich denke, dass ich nächste Woche kündigen werde und dann muss ich noch einen Monat arbeiten. Danach werde ich in der neuen Firma anfangen. Tekrar edelim. Wann wirst du dann umziehen? Ich denke, dass ich nächste Woche kündigen werde und dann muss ich noch einen Monat arbeiten. Danach werde ich in der neuen Firma anfangen. Sehr gut. Falls du Hilfe brauchst, werde ich dir gerne helfen. Ich weiß, danke sehr. Tekrar edelim. Sehr gut. Falls du Hilfe brauchst, werde ich dir gerne helfen. Ich weiß, danke sehr. Tekrar edelim. Chris, bist du zufrieden mit deinem Job? Ja, ich bin zufrieden, Dennis. Bist du mit deiner Arbeit zufrieden? Ja, ich bin generell zufrieden, doch ich habe einen anderen Job angeboten bekommen. Tekrar edelim. Chris, bist du zufrieden mit deinem Job? Ja, ich bin zufrieden, Dennis. Bist du mit deiner Arbeit zufrieden? Ja, ich bin generell zufrieden, doch ich habe einen anderen Job angeboten bekommen. Das ist eine sehr gute Nachricht. Ja, es ist schön, Optionen zu haben, doch... Du kannst dich nicht entscheiden? Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Tekrar edelim. Das ist eine sehr gute Nachricht. Ja, es ist schön, Optionen zu haben, doch... Du kannst dich nicht entscheiden? Ja, ich kann mich nicht entscheiden.
Wieso kannst du dich nicht entscheiden? Die Firma, von der ich das Angebot bekommen habe, ist in einer anderen Stadt. Tekrar edelim. Wieso kannst du dich nicht entscheiden? Die Firma, von der ich das Angebot bekommen habe, ist in einer anderen Stadt. Dann musst du umziehen. Ja, ich muss umziehen. Wie ist das Gehalt im neuen Job? Das Gehalt ist sehr gut und das lässt mich nachdenken. Tekrar edelim. Dann musst du umziehen. Ja, ich muss umziehen. Wie ist das Gehalt im neuen Job? Das Gehalt ist sehr gut und das lässt mich nachdenken. Tatsächlich würde ich einen besseren Lohn bevorzugen. Ich weiß nicht, ob ich die Stadt, in der ich lebe, aufgeben und meine Freunde verlassen kann. Befindet sich das Unternehmen, von dem du das Angebot bekommen hast, in einer sehr fernen Stadt? Tekrar edelim. Tatsächlich würde ich einen besseren Lohn bevorzugen. Ich weiß nicht, ob ich die Stadt, in der ich lebe, aufgeben und meine Freunde verlassen kann. Befindet sich das Unternehmen, von dem du das Angebot bekommen hast, in einer sehr fernen Stadt? Nein, es ist nicht so weit weg. 50 Kilometer von hier mit dem Auto. Gibt es eine Zugverbindung? Es gibt sie und es fährt stündlich ein Zug. Tekrar edelim. Nein, es ist nicht so weit weg. 50 Kilometer von hier mit dem Auto. Gibt es eine Zugverbindung? Es gibt sie und es fährt stündlich ein Zug. Das ist ja klasse. Du kannst hierher kommen, wann immer du willst. Wir können dich auch oft besuchen kommen. Werdet ihr kommen, oder? Natürlich werden wir kommen. Mach dir keine Gedanken. Und deine Mutter und dein Vater? Tekrar edelim. Das ist ja klasse. Du kannst hierher kommen, wann immer du willst. Wir können dich auch oft besuchen kommen. Werdet ihr kommen, oder? Natürlich werden wir kommen. Mach dir keine Gedanken. Und deine Mutter und dein Vater? Natürlich kommen sie mit mir mit. Das freut mich. Du wirst dort nicht alleine sein. Ja, das freut mich auch. Tekrar edelim. Natürlich kommen sie mit mir mit. Das freut mich. Du wirst dort nicht alleine sein. Ja, das freut mich auch. Wann wirst du dann umziehen?
Ich denke, dass ich nächste Woche kündigen werde und dann muss ich noch einen Monat arbeiten. Danach werde ich in der neuen Firma anfangen. Tekrar edelim. Wann wirst du dann umziehen? Ich denke, dass ich nächste Woche kündigen werde und dann muss ich noch einen Monat arbeiten. Danach werde ich in der neuen Firma anfangen. Sehr gut. Falls du Hilfe brauchst, werde ich dir gerne helfen. Ich weiß. Danke sehr. Tekrar edelim. Sehr gut. Falls du Hilfe brauchst, werde ich dir gerne helfen. Ich weiß. Danke sehr. Tekrar edelim. Chris, bist du zufrieden mit deinem Job? Ja, ich bin zufrieden, Dennis. Bist du mit deiner Arbeit zufrieden? Ja, ich bin generell zufrieden, doch ich habe einen anderen Job angeboten bekommen. Das ist eine sehr gute Nachricht. Ja, es ist schön, Optionen zu haben, doch... Du kannst dich nicht entscheiden? Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Wieso kannst du dich nicht entscheiden? Die Firma, von der ich das Angebot bekommen habe, ist in einer anderen Stadt. Dann musst du umziehen. Ja, ich muss umziehen. Wie ist das Gehalt im neuen Job? Das Gehalt ist sehr gut und das lässt mich nachdenken. Tatsächlich würde ich einen besseren Lohn bevorzugen. Ich weiß nicht, ob ich die Stadt, in der ich lebe, aufgeben und meine Freunde verlassen kann. Befindet sich das Unternehmen, von dem du das Angebot bekommen hast, in einer sehr fernen Stadt? Nein, es ist nicht so weit weg. 50 Kilometer von hier mit dem Auto. Gibt es eine Zugverbindung? Es gibt sie und es fährt stündlich ein Zug. Absolut, dadurch auch. Das ist ja klasse. Du kannst hierher kommen, wann immer du willst. Wir können dich auch oft besuchen kommen. Werdet ihr kommen, oder? Natürlich werden wir kommen. Mach dir keine Gedanken. Und deine Mutter und dein Vater? Natürlich kommen sie mit mir mit. Das freut mich. Du wirst dort nicht alleine sein. Ja, das freut mich auch. Wann wirst du dann umziehen? Ich denke, dass ich nächste Woche kündigen werde und dann muss ich noch einen Monat arbeiten. Danach werde ich in der neuen Firma anfangen. Sehr gut. Falls du Hilfe brauchst, werde ich dir gerne helfen. Ich weiß. Danke sehr. In dieser Lektion haben wir ein Beispiel für einen Dialog zwischen zwei Freunden über einen Jobwechsel gezeigt. Auf Wiedersehen. Bis zu einer anderen Dialoge auf Deutsch-Lektion.